Hallo. Nun sind es gerade mal 2, 3 Stunden, dass ich euch das Katastrophenvideo gezeigt habe von dem abgebrochenen Haaren meiner Tochter, weil sie es halt mit Freundinnen im Kanal gesehen hat. Im Tutorial Haare färben mit Krepppapier und das haben sie ausprobiert. Und jetzt zeige ich euch mal den weiteren Schritt. Ihr habt gesehen, wie viel Haar noch da war und das ist jetzt, was noch da ist. Das ist in den letzten 3 Stunden abgebrochen. Wirklich und wahrhaftig. Ihr seht, es ist weg. Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach weg. Es bricht ab genau an der Stelle, wo das Krepppapier dran war. Und das ist wirklich jetzt noch der letzte Rest. Und die Haare waren so lang. So lang. Er hat wunderschöne Haare gehabt und das ist jetzt, was noch da ist. Und ja, wegen dem Spaß, den es sein sollte, Haare färben mit Krepppapier. Und es ist nichts mehr da, wie ihr seht. Das dürfen wir jetzt noch die letzten Reste abschneiden. Und dann braucht das mindestens 2 Jahre, bis die Haare wieder nachgewachsen sind. Und die Katastrophe ist perfekt. Aus dem Spaß ist totaler Ernst geworden und die Haare sind ab und ich hoffe wirklich, ihr guckt euch das Video an und macht es nett nach, weil sie hatte wenigstens noch lange Haare. Wer sich das jetzt in kürzere Haare reinmacht und sie brechen auch ab, dann ist es noch viel schlimmer. Ich meine, es ist so schon sehr schlimm, dass sie jetzt die ganze Länge verloren hat, aber guckt es euch an und lasst die Finger davon, macht es nicht, färbt eure Haare nicht mit Krepppapier. Ihr seid todunglücklich, wenn euch das auch passiert. Das war's dann mit den wunderschönen Haaren. Und tschüss.